Schau, dass du gut sitzt, beide Sitzhöcker gleichmäßig belastet hast. Und weg dich erstmal hin und her auf den Sitzhöckern. Der Einatmung, atme tief in den Beckenboden und wiege dich nach vorne. Der Ausatmung, wiege dich nach hinten auf den Sitzhöckern. Deinem eigenen Atemrhythmus. Lass den Beckenboden weit werden mit der Einatmung. Und mit der Ausatmung darf dein Steißbein ganz sanft nach unten ziehen, dann nach vorne und wieder nach oben. Mit der Einatmung lässt du wieder ganz los. Verbinde dich mit deinem Beckenboden. Verbinde dich mit dem Raum deines Wurzelchakras. Entspann deinen Kiefer, entspann deine Stirn. Diese Aktivität deines Steißbeins mit der Ausatmung ist ganz sanft. So sanft wie möglich. Und dann finde dich langsam in der Mitte ein. Du spürst, dass dein Becken optimal aufgerichtet ist. Dein Wurzelchakra sich zur Erde hin öffnen kann. Und schau nochmal, vielleicht sind es wenige Millimeter Veränderung deiner Beckenposition, die deinen Wurzelchakra noch optimaler ausrichten. Probiere ein bisschen herum, wie du dich wirklich gut verbunden mit der Erde fühlst. Das ist deine Verbindung zur Mutter Erde, zur großen Mutter, die für dich sorgt, dir Nahrung gibt und dir alles gibt, was du zum Überleben brauchst. Und diese große Mutter Erde versorgt dich auch mit Lebensenergie. Du bist hier verbunden, du darfst dich einfach öffnen für diesen Energiestrom aus der Erde, für die pure Erdkraft. Und lass dafür deinen Beckenboden ganz weit werden, entspanne deinen Beckenboden. Lass dich von deinen Sitzhöckern tragen. Lass die Schwerkraft auf dein Becken und deine Beine wirken. Und entspanne den Raum zwischen den Sitzhöckern. Vertraue und lass los. Stell dir vor, dass dein Steißbein im Erdmittelpunkt verwurzelt ist.
Dein Wurzelchakra wurzelt im Steißbein und öffnet sich am Damm wie eine Blüte zur Erde. Du kannst dir gerne eine vierblättrige Lotusblüte vorstellen in einem tiefen, dunklen Rot. Du kannst dir auch einen Trichter, einen Energietrichter vorstellen, der sich von deinem Damm ausgehend in die Erde öffnet. Und du kannst auch ganz körperlich, physisch an deinem Damm mit deiner Aufmerksamkeit verweilen. Den Atem hier beobachten. Beobachte, welche Bilder kommen, welche Gedanken, welche Gefühle, welche körperlichen Empfindungen. Sei Beobachter und nimm wahr. Und ich werde jetzt ein paar Themen des Wurzelchakras benennen. Und du nimmst weiter wahr und beobachtest die Reaktion in dir, Bilder, Gedanken, Gefühle. Schaust sie dir an, nimmst sie wahr. Wenn du als an dich als Kind denkst, vor allem in den ersten 7 Lebensjahren. Wie geht es diesem Kind? Hat es bekommen, was es braucht? Wonach sehnt sich dieses Kind? Wie ist die Beziehung zu deiner Mutter? Spürst du, da ist viel, was noch nicht gesehen wurde, noch nicht ausgedrückt wurde? Wie geht es dir heute mit deiner Mutter? Gibt es etwas, was du ihr mitteilen möchtest? Kannst du ihr sagen, was du brauchst? Oder was du früher gebraucht hättest? Lass den Atem fließen in deinen Beckenboden. Und spüre die Beziehung zu deinem Vater. Wie geht es dir mit deinem Vater? Gibt es etwas, was du als Kind von deinem Vater gebraucht hättest? Gibt es etwas, das du dir von deinem Vater ersehnst?
Etwas, das du ihm sagen möchtest. Du kannst es ihm auch jetzt sagen. Sag ihm, was du brauchst. Dann mach dir bewusst, dass deine beiden Eltern dir das Bestmögliche gegeben haben. Das, was sie dir geben konnten, das, was möglich für sie war. Und es kann sein, dass es aufgrund ihrer eigenen Konditionierung nicht genug war. Durch ihre eigenen Erfahrungen, die sie gemacht haben in ihrer Kindheit. Mach dir bewusst, egal wie eure Beziehung im Außen war, dass im Inneren ganz viel Liebe da ist. Nicht nur von deinen Eltern, sondern von deinen gesamten Ahnen, von deiner Ahnenlinie, von deinen Großeltern und Urgroßeltern und Ururgroßeltern. Eine ganze Ahnenlinie steht hinter dir, versorgt dich mit ihrer Liebe und ihrer Kraft. Spüre, wie deine Ahnen hinter dir stehen. Du bist, was du bist, weil sie vor dir waren. Sie haben dir viel übertragen an Gutem und auch an schlechten, negativen Erfahrungen, die sie selbst erlebt haben. Und es kann sein, dass du dadurch Probleme hast. Du kannst aber diese Dinge in dir auflösen, damit du sie nicht an deine Kinder weitergibst. Wenn wir an unserem Wurzelchakra arbeiten, mit diesen Themen, sei achtsam und nimm wahr, was für Bilder kommen, was für Themen kommen. Heilung geschieht durch gesehen werden, dadurch, dass du dir die Themen anschaust. Im Wurzelchakra haben wir ganz viel mit den Themen Sicherheit, Gesundheit, Stabilität zu tun, Urvertrauen, Vertrauen allgemein. Auch damit, wie wir im Leben in der Materie klarkommen, wir gut für uns sorgen können. Das schließt auch die Finanzen ein. Wie gut kannst du für dich sorgen? Hast du alles, was du brauchst? Und spürst du, dass die Fülle für dich bereitsteht? Auch ganz unabhängig von Geld. Die Erde gibt uns so viel Fülle in jedem Moment. Fülle und Vielfalt, Schönheit.
Spüre hinein, welches ist dein aktuelles Thema im Wurzelchakra. Spüre deinen Beckenboden. Lass ihn ganz weit werden. Spüre die Verbindung zur Erde. Und spüre, wo du nicht loslassen kannst. Spüre die Blockaden und schau sie dir an. Schau dir die Bilder an, die dabei auftauchen. Oder Gedanken, Gefühle. Vielleicht Widerstände. Bleib dabei ganz entspannt und schau dir alles an. Auch die Widerstände dürfen da sein. Beobachte sie einfach. Einfach nur wahrnehmen und in den Beckenboden atmen. Immer wieder loslassen. Wir tönen jetzt 108 Mal das Bija-Mantra. Für das Wurzelchakra. Das Bija-Mantra wirkt wie ein Samen, aktiviert nochmal und öffnet das Wurzelchakra. Es ist die Silbe Lam. Töne das Lam in deinen Damm hinein, lass den Damm vibrieren und beobachte einfach weiterhin alles, was geschieht. Lass den Klang in deinem Beckenboden vibrieren. Atme tief aus. Atme ein. Lam, 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 lam. Ja, wenn du noch mehr, noch intensiver mit deinem Beckenraum in Kontakt kommen möchtest und ganz tief eintauchen möchtest und auch den Beckenboden in all seinen Anteilen entdecken möchtest, ja, weil da ist ein ganzes Universum zu finden in deinem Becken, dann empfehle ich dir den Beckenboden-Workshop. Da führe ich dich auf ganz entspannte Weise
ein in dein Beckenboden. Du lernst alle Anteile deines Beckenbodens kennen und aktivieren und entspannen. Und vor allem geht es ganz viel um Entspannung deines Beckenbereichs, um Hüftöffnung. Und du darfst einfach ganz viel genießen und auf diese genussvolle Art deinen Beckenboden entdecken. Den Link zu dem Workshop findest du hier unten in der Videobeschreibung.